Ja, bei einer Europameisterschaft, da gehört ja einiges dazu. Unter anderem auch eine Eröffnungszeremonie, Ja. Einlauf der Athleten. Man sieht es auch manchmal bei anderen Sportveranstaltungen. Richtig. Hier noch einige Bilder vom Tag 0, also vom Sonntag eigentlich. Sonntag vor der Main Match, ja. Wer von der Ceremony noch mehr sehen möchte oder auch die Reden hören möchte, Oder die Musik. oder die Musik, genau, griechische klassische Volksmusik, der Ja. kann sich gerne das anhören auf dem offiziellen IPSC-Kanal. Wir starten gleich ins Match und zwar in Tag 2. Ja. Wir starten gleich in Tag 2 und hier sehen wir nochmal die Kontrolle der Waffen von einem Range Officer. Warum ist es so wichtig, dass die Waffen nochmal an den Stages kontrolliert werden? Ja, also der Guncheck ist halt mal Punkt 1, dass halt jeder an jeder Stage Rechtshänder ist und Linkshänder ist, dass man da nicht irgendwie Schmu betreibt, das zu drehen. Das hat schon gegeben, dass da ein anderes Rig aufgetaucht ist, beziehungsweise auch andere Waffen aufgetaucht sind. Dass man halt für diese Stage eine andere Waffe benutzt oder andere Ammo oder so, um sich da wirklich Vorteile zu erschleichen. Und deswegen wird da kontrolliert, wenn man ja sein Rig ausgezogen hatte, ob wieder alles richtig sitzt, ob was verstellt wurde. Ne? Der Guncheck sagt, dass die Magazintasche ist zu weit vorne. Der baut um. Nächsten Tag hat er die Magazintasche wieder zurückgemacht, weil er das ja immer so macht. Das ist auch der Fall, sagen wir es einfach mal so. Und man kann halt einen Rig einfach auch falsch anlegen. Ne? Da ist halt die Magazintasche weiter hinten und das Holster weiter vorne und er hat es noch gar nicht gemerkt. Und das kontrolliert man halt kurz, ohne großes Ding. Aber da wurde jetzt auf dem Wettkampf jetzt nicht so der große Fokus drauf gelegt, sagen wir es mal so. Das ist ja interessant auf jeden Fall. Schauen wir direkt in Stage Nummer 7. Das war die erste Stage am Tag 2. Ja. Ihr seid nach wie vor mit den Italienern in der Squad. Das ändert sich auch nicht. Also die Nein. Squad bleibt über den gesamten Wettkampf gleich. Richtig. Außer es fliegt vielleicht jemand raus aufgrund von Disqualifikation oder Krankheit, Dann ähnlicher rückt aber auch Ausfall. keiner nach. Also es bleibt dieser Slot Ja. dann unbesetzt. Wir sehen hier in der Luftaufnahme wieder eine der bekannten, berühmten Türen, Ja. wo sich doch auch mehrere Schützen nicht an die Vorgabe des Briefings halten und nicht den Türgriff benutzen. Wie kommt sowas zustande? Das kommt das Startsignal und dann geht das Hirn irgendwie eine Frequenz runter und dann schaffen sie es nochmal. Ah ja. Das ist so das meiste, glaube ich. Wir haben das gesehen, nicht nur bei den Italienern, nicht nur hier in dieser Squad, sondern auch bei den tschechischen Ladies. Ladies, ja, da hat jedes Team eine dabei gehabt, die es nicht auf die Reihe gekriegt hat, ne? Die Also. wir übrigens auch auf Video haben, die wirklich sehr sauber schießen, auch technisch. Ja. Ähnlich wie bei anderen Sportarten. Technisch sind die Frauen oftmals, weil sie eben nicht so viel Kraft haben, nicht so viel mit Kraft machen können, auf der technischen Seite meistens sehr ordentlich. Ja. Hier im Walkthrough die Tür darf man öfters Darf getestet verwenden. werden, so viel wie man möchte. Das ist schön. Es gibt auch Wettkämpfe, wo sie sagen, darfst du es nur einmal oder nur der erste Schütze. Und dann, wenn du in der Vorbereitungsphase bist, wo die Abkleber und ROs gerade scoren, da kannst du es auf und zu machen, wie du willst, bist du zeitlich reglementiert auf diese 3 Minuten. Und sie haben auch gebrieft, dass die Tür wieder zugeht. Also das haben sie mit erwähnt, was ja auch recht sportlich ist, weil wenn man da nur ein bisschen zu viel Motivation in die Türöffnung reinlegt, dann geht die nämlich wieder zu. Dann steht man dann da und sieht den linken Stahl nicht. Deswegen haben wir auch mit dem linken Stahl angefangen und haben das Target vom Fenster Vom ausgeschossen. ersten Fenster beide Targets. Alle drei, ja. Ja. Die Option, die ich ja im Pre-Match nicht gewählt habe und dann bestraft wurde, weil eben Die Tür wieder zuging, ja. die Du Tür. hättest, Ja. man hätte auch mit der Scheibe in dem Stahl anfangen können, aber eigentlich war der Schlüssel, nicht ganz so viel Dampf in die Türöffnung zu Wir setzen. sehen es hier gerade nochmal, Phil Wessels, in der ersten Position beide Targets, Reload und dann in die Tür. Ja. Auch hier, der O hebt Ja. sofort die Hand Ja. und zeigt damit ein Procedure an, richtig? Nein, er hat angezeigt, dass er zu hoch gegriffen hat. Er hat aber während des Dings auch korrigiert. Und da waren sie recht kulant und haben das akzeptiert, dass er eben zweimal oben und dann nach unten an den Türgriff aufgedrückt hat. Ja, wie gesagt, Startsignal löscht halt doch oftmals Teile der Festplatte. Deswegen, da muss man, das ist menschlich, ne? Also dann steigt der Druck richtig, gerade erste Stage, an welchem Tag auch immer.
Und da war er halt nicht ganz da, hat es selber dann noch gemerkt und hatte Glück, dass es einfach nicht korrigiert wurde. Es war aber sportlich auch fair, dass sie es nicht gemacht haben, fand ich. Hier in dem Fall, bei dir geht die Tür auch wieder zu, aber du hast schon beide Stahl geschossen in der Position. Richtig, und kommst dann Nachschuss, ja. Sehr sauber durch. Ein Nachschuss, auch eine deiner Stärken. Du hast dann auch gesehen, dass ich den Reload nicht richtig hingekriegt habe. Da hat es ein bisschen gehakelt, dann war ich schon vor der Tür, dann wird es halt eng mit den ganzen, mit dem ganzen Platz, den du so hast. Ne? Und dann drückst du doch ein bisschen zu viel dagegen. Ich hoffe, dass wir... Und hätte der letzte Schuss nicht den Stahl umgenockt, hätte ich da auch Probleme gehabt. Aus Italien, der Mitbewerber. Ja, der ist fix unterwegs. Vincenzo Mundo war das im Übrigen, ne? Ja, hier noch zwischendurch, es wird auch immer wieder das ein oder andere besprochen. Es gibt viel zu organisieren in so einem Wettkampf. Die Range Officer arbeiten wirklich sehr hart. Ja, und es kommen auch immer wieder Offizielle oder Veranstalter vorbei, egal ob Griechen oder Airoas, die dann immer wieder irgendwelche Kleinigkeiten fixen. Also das ist schon gut zu sehen. Hier auch Mitglieder der Walter-Organisation oder auch die Präsidentin des BDS. Ebenso anwesend. Vizepräsidentin und Regionaldirektorin, ja. Vizepräsidentin und Regionaldirektorin. Genau. Vizepräsidentin BDS und Regionaldirektorin Deutschland, Sigrid Schuh. Die ist immer ein bisschen mit auf den Ranges unterwegs, guckt, ob alles gut ist. Und ja. Wir schauen auf Stage Nummer 8. Stage Nummer 8 ist die einzige Stage, glaube ich, mit einem Zwischenkugelfang. Soweit wir das wissen. Ja, so in der Art, ja. Sonst haben sie nur so Stahlplatten hinter die Stele gestellt, dass die Geschosse nicht weitergehen. Und in der Luftaufnahme zu sehen, Startposition mittig. Richtig, ja. Nach links den Start auf ein Stahl und ein Papier und dann den Zwischenkugelfang meistens im Laufen genommen. Hier im Briefing, worauf achtest du? Was empfiehlst du bei so einer Scheiben Stage? Zählen. Scheiben zählen, Medium Course. Erstmal gucken, dass man alle Ziele findet. Man hat ja jetzt gesehen, ich bin gar nicht an die Startposition. Da war es recht voll noch zu dem Zeitpunkt. Da waren viele Leute. Ich bin jetzt vorgegangen, habe geschaut, dass ich alles hinkriege und dann habe ich mir das Fensterhöhe angeguckt. Muss ich mit dem Knie auf den Boden? Schieße ich es in der Hocke? Da habe ich mich dann dazu entschieden, das Ding mit Knie auf den Boden zu schießen und dafür aber auch mehr aus dem Fenster zu schießen. Mit einer stabileren Position in Knien. Und ja, das war so der Grund, warum ich das gemacht habe. Hier auch ein... Er schießt jetzt mehr von diesem stehenden Position. Ja. Und wechselt dann nur noch für zwei Scheiben runter in so eine Hockeposition. Und ich habe es eben anders gemacht und habe von der Mitte weniger geschossen und dann kniend ein stabiles Schießgestell gemacht, sehr gut, ja. Mich hingestellt oder hingekniet. Und dann, genau, da haben auch alle nachgeladen und ich habe es nicht gemacht. Deswegen hatte ich nämlich 11 Schuss. Und habe dann nur 6 Schuss aus dem zweiten Tank gemacht. Du hast jetzt hier 5 Schuss gehabt. 11 Schuss sogar. 11 Schuss. Du hast leer geschossen. Ich habe leer geschossen, habe das Magazin nicht richtig reingekriegt. Mache dann nur 6. Nochmal ein Reload, knie mich richtig hin. Steh stabil oder hock stabil. Ja, brauch ein paar Schuss für den Stahl. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn du hier den Stahl direkt auf den ersten genommen hättest, wäre das natürlich eine absolute Topzeit gewesen. Genau, es war mit Risiko der Stahl geschossen und hat ja auch gemerkt, ich habe immer langsamer danach geschossen, weil ich dann auch wusste, okay, irgendwann wird es dann doch leer. War Risiko dabei, geht nicht immer schief, dann ist es halt nicht ganz so super schnell. Aber das ist das Spiel. Stage Nummer 9 ist ein Shortcourse wieder. Öfters im Wechsel, hier in dem Fall ein Shortcourse mit einer Bewegung und der Option Scheibe rechts oder links zuerst. Die Shorties haben viele bewegliche Ziele drin. Die Technik ist immer in den Shorties drin, damit es halt zeitlich ein bisschen besser aufgeht. Die Schieß sind halt vom Ablauf schneller und dann kann man halt Zeit verwenden, um Ziele zu resetten oder dass der Schütze halt länger auf Ziele schießt. Das ist halt bei Longcourses dann nicht so. Dann geht die Zeit nicht mehr auf von diesen 2-3 Minuten pro Schützen, die sie da berechnet haben. Die meisten Squads, so eine durchschnittliche Zeit für eine Stage, also wie gesagt, eine Minute Briefing, 3 Minuten Walkthrough und dann
für 8 Schützen im Schnitt 14 Minuten. 14, maximal 16 Minuten. Das ist wirklich sehr schnell. 16 Minuten ist angedacht, das sind 2 Minuten pro Schütze. Und oftmals wird es auch unterschritten. Wir haben hier oftmals Zeiten von 12 Minuten, 13 Minuten. Das ist wirklich eine Top-Leistung von den Range Officern hier. Auch gut zu sehen, der griechische Range Officer, der nationale Range Officer mit den Airoas im Team auf den Stages unterwegs. Ja. Und das hilft natürlich auch. Bei der Stage sieht man jetzt, dass die Leute alle hinten im Fenster stehen bleiben. Ich habe jetzt ich habe das gedreht, weil ich davon ausgehe, dass es schneller ist. Nicht viel, aber es hat sich für mich auch schöner angefühlt. Was aber alle so machen, weil es wahrscheinlich einer vorgemacht hat und sie dann nicht weitergeguckt haben, ist, dass man da stehen bleibt. Ja. Was in Ordnung ist, wenn man das Risiko eingehen möchte und dem Schwinger on top schießt. Wenn man in die linke Ecke gegangen wäre oder in die linke Ecke geht, es wird ja noch geschossen, schießt man, wenn man an dem mittleren Stall vorbeischießt, kein Penalty. Hier nochmal aus der Kopfkamera, Headcam, super und Aufnahme. Man sieht den Schwinger, wie ihr jetzt gleich seht, links auf dem Totpunkt, wenn ihr vorne links in die Ecke reingeht. Das sind halt so Kleinigkeiten, die man sehen kann. Und dann muss man halt abwägen, ob man das machen möchte. Also wir haben es gesehen, haben dann trotzdem gesagt, nö, wir schießen es zentral. Einer von unseren Teamkollegen hat so geschossen, alles safe, alles gut, ist Geschmackssache. Deswegen nicht immer nur den Trampelpfaden der vorherigen Squads hinterher tippeln. Auch mal ein bisschen Augen aufmachen und schauen, was es da noch so alles gibt. Und nicht immer das Target oder den Weg schießen, sondern mal Schritte zählen oder ähnliches, dass man dann da vielleicht auch mal einen Weg findet, den die anderen noch übersehen haben. Und es kommt schon vor. Guter Hinweis. Also hier Freestyle-Gedanken beibehalten. Nicht immer nur hinterherlaufen, richtig, sondern sich wirklich seine eigenen Gedanken machen. Richtig. Und Stages lesen kann auch wirklich Vorteile bedeuten. Auch hier in der Stage sehen wir es wieder in der letzten Position. Ja. Auch das Stage lesen hier hat euch einen massiven Vorteil gebracht. Ihr habt einen Target an einer anderen Position. Was die Italiener nicht gesehen haben, obwohl wir es im Walkthrough schon gesehen haben und auch das, ich sage jetzt mal, offen kommuniziert haben, dass wir das schießen. Wir sind jetzt nicht hin, haben ihnen das erklärt, dass wir das jetzt anders machen, weil wir dadurch schneller sind. Aber sie haben gesehen, dass wir das machen. Da haben es aber, glaube ich, nicht ganz geschnallt. Vielleicht waren sie aber auch zu klein. Kann natürlich auch sein, weil man muss sich da rausbeugen. Wir werden es gleich sehen, wenn du die Position ganz am Schluss vorne rechts hast, werden wir diese kleine Spezialität sehen. Startposition wieder mittig nach links. Dann diese zwei Scheiben mit dem Penalty. Reload, dann hatten wir 10. Und die anderen haben immer 6-6-6 geschossen und wir haben 6-10-8 oder was geschossen. Genau, 6-10-8 und die haben immer 6 geschossen. Und jetzt lehne ich mich raus, schieße die zwei Scheiben und dann zwischen Wand und dem obersten Target, das letzte Target, das schwierige Anbremstarget von der vorherigen Position, haben wir aus der letzten Position stillstehend geschossen. Sehr gut. Und das war ganz gut. So, das war das. Genau, und dann Reload. Doppelscheibe, Scheibe da auf diesen 80 Grad. Und die Scheibe habe ich jetzt überlaufen, nachgeladen, weite Scheibe, nah und dann dadurch die Scheibe dahinter. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ja. Hier nochmal dem Range Officer auch gezeigt, die Waffe ist leer, also ganz wichtig. Darauf auch achten. Also wirklich ein massiver Vorteil, den ihr da rausarbeiten konntet durch die Stage. Oder durch die Interpretation der Stage. Es ist nicht so, dass man dann da irgendwie richtig viele Punkte, Prozente, es sind so Kleinigkeiten, dass man halt bei anderen Sachen nicht so schnell schwenken oder nicht so aggressiv schießen muss oder einen Tacken mehr Reserve hat und trotzdem auf dieselbe Zeit kommt, entspannter auf dieselbe Zeit kommt, flüssiger, dynamischer oder wenn beide Schützen dieselbe Level schießen, dass das dann halt irgendwie 2-3 Zehntel sind oder ein Charlie weniger oder ähnliches und dann summiert sich das halt bei 24 Stages hindurch, ne? Das müsste jetzt die 11 Stronghands sein, wenn ich mich nicht täusche. Genau, das ist die Stronghand Stage. Rechts und links jeweils ein Mover, das was du vorhin angesprochen hast, auf den Shorties viele links, bewegliche down, Ziele. Rechts, Pendelscheibe, ja. Die auch wieder zur Hälfte so verdeckt war, dass man nur eine Halbscheibe schießen konnte, weil der untere Charlie Delta Teil
hinter der Stahlplatte versteckt war. Ja. Und jetzt, wie war die Überlegung für dich? Gehst du rechts oder links zuerst? Was war der Ausschlag? Als erstes, weil ich der Schwinger fand ich nach 3-4 Hüben langsamer wird. Und wenn er es nicht wird, war es für den Kopf wahrscheinlich trotzdem besser. Ne? Wenn du dir einbildest, dass der langsamer wird, dann wird der halt auch langsamer. Das ist immer so ein wichtiger Punkt, dass selbst wenn ihr jetzt einen besseren, effizienteren oder was auch immer Weg habt, wenn ihr einen Weg habt, wo ihr euch wohlfühlt, der geht in der Regel schon immer besser. Das sieht man, dass ich auch den Körper voll hinter die Waffe gedreht habe. Dass ich möglichst viel Masse, was mir ja leicht fällt, viel Masse hinter die Waffe zu stellen. Aber ich habe die Schulter dahinter gestellt, dass wirklich Energie in den ganzen Körper reingeht und ich nicht verdreht werde von den Schüssen, auch bei einer schwachen Neuner. Dass es wirklich in den kompletten Oberkörper geht und dadurch mehr Stabilität in das komplette Schießgestell reinbekomme. Und toll. Hat funktioniert, ja. Stehle auf Anhieb getroffen, das ist immer was auslöst. Ja. Dein Bruder in der Position auch wieder, also ihr trainiert auch ab und zu zusammen, wie gesagt, im Franconia-Shirt. Ja, da hat er halt Pech gehabt, da ist ihm die Scheibe abgetaucht. Es war letztendlich zurückzuführen auf die Störung im ersten Fenster, dass er da drauf die Waffe kurz korrigieren musste, hat ja keine Zeit gekostet. Das war genau die Zeit, die ihm für den zweiten Schuss für die Hubscheibe gefehlt hat, um den Safe zu tracken. Und das sind die Kleinigkeiten, die dann nicht aufgehen, weil eine Kleinigkeit nicht funktioniert hat. Der italienische Kollege hat es auch gut aufgelöst. Wir gehen gleich weiter in Stage Nummer 12. Der zweite Longcourse für euch. Der zweite Longcourse im Match, ja, genau. Zweite Longcourse für euch im Match. Insgesamt 4 Longcourses. In der Luftaufnahme gut zu sehen. Ein langer, ich würde nicht sagen Tunnel, aber eine lange, mehr oder weniger symmetrische. Ja, symmetrisch nicht, aber es ist wieder Layout. Durch den Weg vorgegeben, wie du schießt, durch die Öffnungen. Wenig Möglichkeit für Interpretation. Man kann sich noch überlegen, das eine Tage vielleicht aus dem einen Fenster oder aus dem anderen Fenster. Nein, vorne viel Variation, weil man durch diese gerade Ecke vorne rechts und links sieht man viele Targets doppelt. Da konnte man doppelt schießen, konnte sich die Nachladepunkte verschieben. Was man hätte machen können, ist nach der Position gleich vorne rechts in die Ecke und dann nach links. Haben wir uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, dieses harte Eck gefällt uns nicht, wir machen lieber ein paar Schritte mehr mit Reload und Zielaufnahme. Hier nochmal die Headcam, die Aufnahme. Von mir, glaube ich. Von dir, genau, ja. Und zwei Scheiben links. Zwei Scheiben rechts, Reload. Zwei rechts mit dem No-Shoot. Vier Scheiben Plate. Genau, und dann in die Position, wo man viel sieht. Da sieht man hinten das Plate nochmal und das Target. Und hier sieht man es nochmal und da sieht man auch dieses rechte Target hier. Das habe ich einfach irgendwie nicht geschossen. Auch sowas passiert, eigentlich gehört passiert dazu. Nicht. Eigentlich darf das auch nicht passieren. Ich weiß nicht, was da war. Da habe ich irgendwie doch bewiesen, dass ich ein Hirn wie ein Goldfisch habe. Aber ich kann es nicht sagen. Ich habe es im Briefing drauf gehabt. Ich bin die Position falsch angelaufen. Ich bin sie mittig angelaufen. Deswegen versteckt sich dann das Target hinter der Wand. Du musst diese Position anlaufen, eben links, dann siehst du diese zwei Targets, machst so einen 20 cm Schritt, also du gehst einfach nur ein bisschen dynamischer in die Position rein, dass du die Ecke hinten schießt. Ich habe links geschossen, zwei Targets, das Plate, einen fliegen lassen, nicht getroffen, habe das hinterste Target, weil ich es in der vorletzten Position sehr schnell geschossen habe, nochmal beschossen, weil ich gesagt habe, okay, ich habe da Risiko geschossen, da kann Alpha Charlie Delta drauf sein, einfach alles. Ich schieße es von rechts auch nochmal. Und ich habe auch nicht nachdenken müssen. Ich habe gewusst, was ich mache. Ich war nicht gestresst. Ich war kurz überrascht, dass ich erster Schütze war. Hat mich aber jetzt nicht so großartig beeinflusst. Es hat alles funktioniert. Ich habe mir die Hände trocken machen können. Alles, Waffe war sauber geladen. Alle Magazine waren richtig. Gibt es keine Ausreden. Und ich bin in das Fenster, bin sich sauber mittig angelaufen, habe die Scheibe nicht gesehen. Und ich bin zu dem Target hin, dachte mir, ja, okay, der RO findet den zweiten Schuss nicht. Bin hin, schau drauf und es war gar kein Loch drauf.
die Schreiber-RO in hat sich dann hat kurz gegrinst und hat gesagt, boah, hast zweimal vorbeigeschossen? Hm. Ja. Du hast ausreichend Schuss in der Position gemacht. Man kann sich so verifizieren, kann dadurch, dass ich die Scheiben doppelt beschossen habe. Der RO, wenn nicht Stein und Bein schwört, dass ich das nicht beschossen habe. Sieht er es nicht. Ne? Ich bin gestraft genug, dass ich da zwei Miss habe. Ob jetzt da nochmal 10 drauf kommen, hätte ich auch genommen. Aber hier. Fuck off, scheiß drauf. Verkackt ist verkackt. Angus Hopdale, the legend, würde sagen. Er würde sagen, at least you own it. Also wenigstens stehst du dazu, auch wenn sowas passiert. Es ist in dem Fall eine Sache, wo man draus lernen kann. Du hast heute viele Punkte genannt. Erstens beim Walkthrough drauf achten, um was geht es wirklich in der Stage. Wo sind die Positionen, wo sind die kritischen Positionen, wo sind die Positionen, wo man sich vielleicht was rausholen kann, angepasst auf Körpergröße, korrekt, Schießfertigkeit. Können, ganz einfach, man muss nicht immer den schnellsten Weg, also nicht immer der beste Weg von einer Stage-Auflösung ist der beste Weg für den Schützen. Also da gibt es auch hier Auflösungen, die ich nicht schieße, weil ich es nicht kann, Punkt. Also nicht nur, weil das die mit der Open schießen oder die mit der Optics wegen der Visierung, sondern es gibt auch Kimmel-Korn-Wege, wo ich sage, schön, mach das, kann ich nicht. Braucht man ein bisschen Rückgrat dafür, um dazu zu stehen und sagen, ist ein Weg, der schneller ist, der besser ist, ich kann es nicht. Für mich ist es nicht der richtige Weg. Punkt. Und dann, es hilft am Ende, es steht nicht bei der Ergebnisliste Platz 53, er hat alle schnelle Wege geschossen, hat es aber halt einfach nicht hingekriegt. Ne? Der auf Platz 25 hat einfach seine Wege geschossen und hat gesagt, ich habe meinen Weg geschossen, dadurch war ich schneller, ich habe nicht so viele Nachschüsse gehabt oder ich habe mich näher an die Scheibe hinbewegt, habe es nicht so weit von hinten geschossen, weil ich nicht so weit auf weite Scheiben schießen kann oder ich habe mehr Talent im schnellen Rennen oder ich bin eben zu behäbig und kann keine tiefen Fenster schießen. Steht auf der Ergebnisliste nicht. Es interessiert auch keine alte Sau. Es ist einfach so, dein Lösungsweg, am Ende werden alle Punkte zusammenaddiert. Und dann gibt es ein Ranking. Und dann gibt es keine Bonus oder ähnliche Sachen. Gibt es nicht. Weil zu groß, weil zu klein, weil dick, weil dünn, gibt es nicht. Es gibt nur Overall, Ladies und dann wird es noch nach Alter kategorisiert. Punkt. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wenn du ein anderes System, zum Beispiel ein Open-System schießt oder ein Production-Optics-System, von deinen neuen AO1s CZ Custom Pistolen. Würdest du da sagen, da kann man vielleicht einen anderen also Weg Optik, gehen? Also die, nicht die Optik der Waffe, sondern die Optik der die Visierung. Kimmel Korn ist auf weiten Scheiben schwieriger zu kontrollieren. Mit dem Punkt, der macht es schneller, macht es einfacher. Mit der Open noch mal mehr, weil wenn man Open schießt, schießen 98% der Leute schießen dann Major. Dann kann ich da auch mal einen Charlie riskieren oder sagen, ich schieße jetzt das Target von hinten auf 17, 18, 20 Metern und spare mir vorne 2 Meter. Wo du sagst, das ist nur ein Schritt oder anderthalb. Ja, wenn er zwei Charlie schießt, gibt er 2 Punkte ab. Das ist dann nicht viel. Das macht auf jeden Fall nochmal was aus. Es macht auch schon der Unterschied aus, ob ich Minor oder Major schieße. Wenn ich Minor schieße, korrigiere ich dann auch schon Deltas auf Schwinger. Mit der Major mache ich das nicht. Da knall ich 2 Schüsse drauf, die sind drauf, Ende Gelände. Ich schaue, dass ich Alpha Charlie treffe. Ich schieße mit der Minor generell viel mehr Fokus auf Alpha. Mit der Charlie kann man da ein bisschen, mit der Major kann man da ein bisschen schlampiger schießen, in Anführungszeichen. Aber das merkt man schon. Und die Optics merkt man definitiv. Sehr interessant. Also man kann wirklich viel für sich lernen, wenn man sich auch wirklich damit befasst, wenn man in die Details geht. Und seine Schwächen. Das machst du regelmäßig und gibst dein Wissen auch weiter. Ne? Also du hast den ein oder anderen Kurs schon gegeben, auch dieses Jahr. Also wenn ihr Fragen habt, meldet euch beim Patrick auf einem Match. Zum Beispiel oder per Facebook. Ich glaube, 22, 23 Jahre Erfahrung im IPSC-Sport und ich glaube 25, 26 Jahre im Schießsport sprechen in gewisser Weise für dich. Hier am Rande der Hinweis, wenn ihr mal ein Problem habt, vielleicht nicht gerade, wenn du in Vorbereitung bist auf einer Stage, dann meldest du dich dann auch, dass es gerade unpassend ist. Aber kommt gerne auf ihn zurück oder auf ihn zu. Er beißt nicht.
diesem Sinne vielen Dank. In diesem Sinne vielen Dank. Wir werden die Tage nochmal ein bisschen was vorbereiten, oder? Stage 13 bis 18 ja, habt gestern, ihr schon geschossen. Heute schießen wir 19 bis 24. 19 bis Serie. 24, ja. Und dann stehen die Ergebnisse mehr oder weniger fest. Ja, ne? In der Classic weiß ich nicht ganz genau, aber zum größten Teil, weil die Haupt-Classic-Schützen, die Hauptnationen, schießen in demselben Shift. Also die sind nur maximal durch eine Zeitdings getrennt. Die schießen es halt dann 2 Stunden, 3 Stunden versetzt. Ich weiß aber nicht, ob noch irgendwo ein Amerikaner ist, der in einem anderen Shift schießt. Das kann schon sein, dass der in einer komplett anderen Area, in einer komplett anderen Zeitdings schießt. Und dass der dann das nochmal durcheinander würfelt oder auch eine andere Nation, auch eine europäische Nation, wenn der irgendwie nachgerückt ist für einen anderen Schützen. Kann schon sein, wenn der dann die Linkshandübung total geil schießt, kann der auch das Ranking overall durcheinander würfeln. Ne? Also das geht schon. Aber im Großen und Ganzen, heute Abend 18:30 kann man auf jeden Fall schon mal das ganz Grobe erahnen. Und wie wir jetzt schon sehen, ist es alles sehr, sehr knapp, alles sehr, sehr eng. Und auch in einer Area, was ja nur ein Viertel vom Match ist, kann man noch was bewegen. Viel ins Negative, aber auch, man kann auch noch Boden gut machen. Sehr interessant, es bleibt also spannend. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare oder auch persönlich an den Patrick auf dem ein oder anderen Match. Danke auch. Danke soweit. Ciao. Bis dann. Ciao.